Einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Bei mir ist es jetzt, wenn ihr das Video seht, Sonntag. Ich bin irgendwie noch nicht so richtig da. Ich versuche es zumindest den ganzen Vormittag schon. Aber ich dachte mir, wir machen mal ein Video zum GZRF 6.5 SQ. Ja, und jetzt sitze ich quasi hier. Ja, bin noch nicht so ganz da. Kaffee läuft noch. Dachte mir, ja, da kannst du das auch gleich mit erledigen. So, hier haben wir erstmal Ground Zero Radioactive Serie GZRF 6.5 SQ. 16,5 cm zweiwege Koax, ein sehr guter Koax. Das SQ steht da nicht ohne Grund im Namen. Ich tüte das jetzt einfach mal aus. Alles durch die Bude schmeißen. Ja. Wir haben wieder ein Handbuch dabei, was für den 4.0 SQ, 5.2 SQ, 6.5 SQ und 69 SQ ist. Der 69 SQ ist dann der 6x9er. Darin haben wir so ein bisschen wieder ein Datenblatt. So, wir haben hochdynamischer Koaxiallautsprecher steht hier. Mit Alu-Membran. Genau so sieht es auch aus. Die GZRF 6.5 SQ haben eine Alu-Membran. Das macht es natürlich klanglich besonders angenehm, auch im Bassbereich. In Verbindung mit einem Seidenhochtöner. Wie schon mal in den Videos erklärt, immer ein bisschen aufpassen, dass die Silica-Gel-Päckchen hier nicht im Lautsprecher stecken und ihr dann Störgeräusche habt, denkt der Lautsprecher ist kaputt und dabei ja, habt einfach nur vergessen, das Silica-Gel-Päckchen rauszunehmen. So ein Ding, was ja immer wieder mal passiert. Ja, wir haben da drin auf jeden Fall erstmal ein Tütchen, das klebt hier unten dran. So liebherzig mit ein paar Schraubenklemmen und Butylgummi für die Lautsprecherschutzgitter. Können wir den Rest von der Pappe jetzt eigentlich schon wegwerfen. Wir haben das neue Hexagon-Gitter, was sich Ground Zero einfallen lassen hat. Das ist auch wieder zweiteilig wie die meisten Schutzgitter, also unser Plastering, der dann oben auf den Lautsprecher aufgesetzt wird. Und das Hexagon-Gitter, was dann im Anschluss, im Übrigen schön mit dem Ground Zero-Logo noch verziert ist, kommt hier ein bisschen Alubutyl in den Schlitz ein oder dieses Betonendichtband, sage ich mal. Und dann kann man das Gitter hier reinpressen und dann hält das Gitter hier fest drin, dass es bei Vibrationen während der Fahrt nicht abgeht. So, dann haben wir jedenfalls in der Alu-Membran und einen Seidenhochtöner. So sieht das Ganze dann fertig aus. Optisch sehr ausgewogen, sehr clean. Unten noch ein bisschen so, hier, wie man sieht, hier hat man hier rundum noch einen Ground Zero Schriftzug drauf gemacht. Sieht sehr schick aus. Die Alu-Membran ist sehr sauber mit der Sicke verbunden. Also wir haben jetzt hier nicht irgendwie durch irgendwelche Qualitätsprobleme. Das ist wirklich ein sehr, sehr gut hergestellter Lautsprecher. Mit 3-Ohm-Technik optimiert fürs Autoradio. Ja, man kennt das ja von anderen Herstellern, die auch mit 3-Ohm-Technik arbeiten. Hat den Vorteil, dass man kleinere Spulen, leichter Membran und solche Spielereien verwendet. Und das sorgt letzten Endes dafür, dass wir mehr Leistung in Verbindung mit dieser 3-Ohm-Wicklung aus dem Autoradio kommen. Das heißt, es wird definitiv lauter, klanglich besser und wir haben 4-5 Watt pro Kanal mehr, als wenn wir jetzt einen 4-Ohm-Lautsprecher ans Autoradio hängen. Ihr könnt natürlich auch eine Endstufe dranhängen. Die meisten Endstufen sind ohnehin 2 Ohm stabil und bringen dann sogar noch ein bisschen mehr Leistung als an 4 Ohm. Auf der Rückseite sehen wir einen Stahlblechkorb mit eingefressen Ground Zero Logos. Ich denke, man erkennt das hier ganz gut. Ist auch sehr sauber gefertigt. Ein Gummizierring mit Ground Zero Logo. Hinten steht natürlich auch drauf, dass wir ein GZRF 6.5 SQ sind. Aus der Radioactive Serie. Wir haben einen Push, also Push, Quatsch, ein Anschlussterminal für die Standardkabelsteckschuhe, die man schon immer kennt. Und haben auch eine hochwertige Weiche hinten dran. Also was wir hier sehen, ist natürlich ein Elko, ja. Für die Filterung vom Hochtöner. Hier haben wir noch eine Luftspule dazu. Und hier sogar ein PTC, ja, also ein PTC-Hochtonschutz, dass sich der Hochtöner nicht so schnell durchbrennt. Wenn ihr zu viel Leistung dran schiebt, falls es wirklich dazu kommt, über eine Endstufe laufen zu lassen. Ja, und dann kann man das kleine Stück, das sind wie gesagt zwei Paar im Karton, mit 100 Watt RMS betreiben und hat einen Wirkungsgrad von 99 dB. Bassbereich, habe ich ja angesprochen, geht auch erstaunlich tief runter. Und klanglich sind es auch wirklich sehr, 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 sehr gute Lautsprecher für den Nachrüstmarkt. Frequenzbereich geht runter bis 50 Hertz und Hochtonbereich hoch bis 24.000 Hertz. Das ist also eine ganze Menge. Ich gucke mal, was so eigentlich der Preis von den Dingern ist. Ich habe es gar nicht im Kopf. Was ihr rechnen müsst, 120 Euro müsst ihr für das Paar rechnen. Das ist natürlich in Anbetracht der Qualität, Alu-Membran, Seidenhochtöner, PTT-Schutz
hochwertige Weiche für den Korax. Ein Schnäppchen. Es ist ein günstiger Preis. 120 Euro das Paar ist einfach ein Schnäppchen. Und wenn wir das bei anderen Konkurrenzprodukten angucken, was die für so einen Korax wollen, der nicht mal annähernd in diese Region kommt, sind wir auf jeden Fall deutlich teurer. Einbaulochdurchmesser sind 142,5 mm und ja, Einbautiefe 68 mm. Bitte gucken, dass ihr auch im Fahrzeug so viel Einbautiefe habt. Die Produkte anderer Hersteller mit 3-Ohm-Technologie sind in der Regel etwas flacher, haben dafür aber auch im Schnitt plus 50, 60 Watt RMS-Belastbarkeit. Hier haben wir natürlich mit 100 deutlich mehr. Dass er da keine Probleme kriegt, das wirklich vorher in Einbauring gucken. Oder schlauer wäre, ihr googelt euer Fahrzeug mit Einbautiefe Lautsprecher und belest euch vorher erstmal, was für eine Einbautiefe möglich ist, ob die 68 mm passen. Wenn ihr euch unsicher seid, bestellt einen Lautsprecher-Einbauring, schraubt ihn auf die Türverkleidung oder halt auf den Einbauplatz, wo der Lautsprecher sitzt, drauf und messt, wenn die Scheibe unten ist vom Fahrzeug in der Tür zum Beispiel, einfach mal aus, wie viel Zentimeter habt ihr bis zur Scheibe, bis die Scheibe blockiert. Bei vielen Fahrzeugen wird das passen, ohne Probleme. Aber es gibt so ein paar Fahrzeuge, die sind kritisch. Denke ich mal zum Beispiel an Opel Astra F. Hat, glaube ich, 55 mm Einbautiefe oder sowas. Da gehen nur Flat-Lautsprecher. Corsa B war auch so ein Kandidat. Safira A bilde ich mir auch ein. Also da muss man so ein bisschen aufpassen, dass man das vorher wirklich genau misst. Ansonsten bestellt ihr das Zeug und es passt nicht und ärgert euch am Ende nur. Das ist ja nicht der Sinn und Zweck. Ja, und das soll es an der Stelle schon wieder gewesen sein. GZRF 6.5 SQ von mir eindeutig definitiv eine Empfehlung wert. Unglaublich guter Lautsprecher für erstaunlich wenig Geld, kann man so sagen. Ja, in dem Sinne sage ich danke und schau bis zum nächsten Mal und gehe jetzt erstmal Kaffee trinken und frühstücken.